Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Flip Cooking Simulator hier auf Seagame Studio. Mein Name ist Master Schröder und ich war eben gerade ein wenig irritiert. Gut, wir können uns jetzt hier noch ein paar Gerichte freischalten. Ich würde mal das hier ganz gerne noch freischalten und das hier ganz gerne noch freischalten. Die Kürbissuppe machen wir noch. Und ach, von mir aus auch hier die Shrimps. Das haben wir noch gar nicht gemacht, ne? Fried Shrimps? Mal gucken. So. Dann haben wir nämlich jetzt noch ein bisschen mehr neue Rohstoffe, die wir hier dazu kriegen. Also beim Gemüse ist auf jeden Fall der Kürbis dazugekommen. Aber hier drin sollte sich jetzt ein bisschen was getan haben. Wir haben da das. Wir haben das Fleisch da oben gekriegt. Okay, wo braucht man das denn für? Für die Shrimps? Oder? Okay. Chili Flakes. Oh ja, da haben wir jetzt riesige Menge Zeug dazu gekriegt. Da sind die Shrimps. Gut, okay. Also, wir haben jede Menge Zeugs dazu gekriegt. Was ist jetzt los? Achso, jetzt laufen nur noch die Messages durch oben. Und er springt mich nicht in den Tag 6. Habe ich Street kaputt gemacht? Ich hoffe nicht. Majoran haben wir jetzt auch. Müssen wir natürlich alles kaufen, ne? Uiuiuiui. So, hier ist auch noch was dazugekommen, ne? Ja, Rosmarin died. Ist auch noch dazugekommen. Dried. Ich died. Ich kann gerade nichts anfassen hier. Also, ich weiß noch nicht, Sweet Bell Pepper Powder. Na gut, wir gucken mal, wie lange das jetzt hier dauert. Der gibt dir jetzt ein bisschen was durch, was wir alles als neues Rezept haben. Ja, ist ja gut. Ich weiß nicht, was los hier draußen auf der Straße. Rosmarin Twig haben wir jetzt noch dazu gekriegt. Also den Rosmarinzweig. Das ist hier hinten dazugekommen. So, Pumpkin. Ah, das haben wir hier. So. Und nun, fertig? You can use the shrimps. Good. Ah, ja, hier, Shrimps haben wir da. Ich habe noch nie Shrimps gemacht, ne? Ich glaube, noch nie mehr Shrimps gemacht. From now on, using clarified butter. Okay, das gibt's denn hier wahrscheinlich zu kaufen. Kann ich aber gerade nicht anwählen. Er ist doch voll in unserem Erzählmodus. So, tomorrow's going to visit the food critic. Impress him anyone going to hear about us. Ein Kritiker kommt zu besuchen. Na gut, okay. So. Also, wir kriegen eventuell unseren nächsten Stern am sechsten Tag. Das ist schon. Day 6. The sixth day. Nee, da gab's auch mal was. So. We are going to inspect today. Show them a great chief you are. Ja, das zeigen wir auf jeden Fall. So, wir werden uns aber auf jeden Fall jetzt hier erstmal nochmal ganz kurz bei den Utensilien hätte ich gerne noch mindestens einen Bakery Tree mal. Ray? Ich sag mal Tree, ne? So, das hätte ich ganz gerne nochmal, falls wir nämlich mehrere Sachen gleichzeitig da drin machen müssen. Das kann nämlich durchaus passieren, weil wir jetzt ja jede Menge, Dingsphase haben, also beziehungsweise jetzt jede Menge, neue Gerichte. So, das haben wir. Dann wollte ich jetzt noch kaufen, einmal die Clarified Butter. Da wollte ich mir noch eine kaufen. Na toll. Läuft. Neu gekauft und fällt runter. So ein Blödsinn. Mann, 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 Mann. Das ist ja... Toll, zeigt er an, dass ich es da oben abstellen kann und dann fällt das Ding runter, ne? Das ist natürlich echt fies. Jetzt muss ich hier noch erstmal sauber machen. Naja. Nicht, dass ich hier noch ausrutsche, mich verletze und dann kommt der... Dings, der Küchenchef vorbei. Oh, da kommt heute der Inspektor hier noch und der liegt hier ein Liter Butter rum. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Mann, Mann, Mann. Das war ja wieder ein sehr schönes Erlebnis hier. So, warte mal, dann müssen wir jetzt mal ganz kurz den Wischmopp nehmen. So, Wischmopsen. Komm mal mit. Ich will jetzt Wischmopsen. So. Na? So, alles fein, säuberlich weggemacht. So, kann ich ihn da hinten wieder reinstellen oder macht er den Mucken? Ui. So. Ja, steht wieder da. Alles klar. So, open the doors. Jetzt werden wir hoffentlich gleich ein neues Gericht machen müssen. The first guest should arrive shortly. Zack, und wir müssen machen die Shrimps. Dazu brauchen wir natürlich die Clarified Butter. Das hatte ich mir schon fast gedacht. So, ja, kaufen wir nochmal für 60. Sehr schön. Wir haben ja $60 weggeschmissen. So. Okay. So, wie muss man die denn machen überhaupt? Wir brauchen Clarified Butter, wir brauchen Salz, Black Pepper und 120 Gramm Shrimps. Fry für 50 Sekunden. Fry ist in der Pfanne.
So, das heißt, wir brauchen 50 Gramm. Nee, was war das? 120 Gramm Schrimps oder wie? 120 Gramm Schrimps. Dann gucken wir, wie viel wiegt ein Schrimp. Ein Schrimp wiegt 20, sind auch 6 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Once Control. Ja, nee, ich wollte es nicht rotaten. Ich wollte es einfach bloß ein bisschen so schütteln, dass die hier alle ein bisschen mittig liegen. So. Drauf damit. Guck mal, den schmeiße ich dann nochmal extra rein. So, warte mal, dann nehmen wir nochmal hier. Shift. Bisschen. Ach, jetzt legt sich immer einer an den Rand. So. Gut, jetzt legen sie mittig. So, wie viel Clarified Butter und wie viel Salz und Pfeffer wollt ihr haben? 10 Gramm Pfeffer, 10 Gramm Salz. So. Salz haben wir hier. Na, 10 Gramm. Dann Clarified Butter habe ich jetzt wieder vergessen, wie viel wir davon brauchen. 30 Milliliter, alles klar. 30 Milliliter. So, ist ein bisschen mehr geworden, macht aber nichts. So, dann mal richtig Feuer drunter. Dass die Schrimps was werden. Und was brauchen wir dann noch? Dann brauchen wir noch das Everything Deep Plate. Ach, das muss man alles da reinkippen. Also auch den Saft. Und dann müssen wir noch eine Dings hier. Alles klar. Eine Zitrone müssen wir noch quartern. Das kriegen wir auch noch hin. Da wissen wir, wie es geht. Komm mal her mit dem Messer. So. Zack. Zack. Ah, das fällt sich doch noch rum, ne? Wusste ich doch, dass du vernünftig wirst. So. Gut. Dann eine Deep Plate. So. Oh, die Schrimps sehen schon gut aus. Die Schrimps sehen schon sehr gut aus. Die können wir schon mal rausnehmen. So, die Soße, die wird gleich heiß. Kippen wir dann natürlich noch in den Teller mit rein. So. 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 Pfanne da drauf. Dann brauchen wir noch die Zitronenstückchen hier. Ne. Lemon, 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 Lemon. So, dann haben wir das mit den Schrimps fertig. So, das brauchen wir noch. Dann brauchen wir noch 6 Gramm Petersilie. Alles klar. Nee. Ja. 2, 3. So, sehr schön. Da machen wir natürlich ein schönes Foto von. Das erste Mal, was wir Schrimps gemacht haben. So, dann ein schönes Bild machen natürlich von unserem Essen hier. Schrimps mit Zitronen und Petersilie. Sieht sehr gut aus, finde ich. Haben wir gut hingekriegt. Das läuft. So, raus aus dem Screenshot-Modus bitte. Ah, so, an der Maustaste was. Nicht die Escape-Taste. So, Fried Shrimps mit Butter und ähnlichem. Ja, 4 Sterne. Dafür, dass wir das erste Mal gemacht haben, finde ich das schon gar nicht schlecht. Cooking Points haben wir 12 dazu gekriegt. Gast Complaints, perfekt. Was haben wir denn? Too much clarified butter, too much salt, too much pepper. Warum denn zu viel? Und noch 10 Gramm überall dran. Naja, gut, okay. Aber es ist schon mal ganz gut geworden. Im Grunde, so, was brauchen wir jetzt? Jetzt brauchen wir eine Kürbissuppe, eine Fast Pumpkin Soup. So, dann macht das mal aus hier. Das können wir dann gleich mal hier erstmal schon mal schnell nochmal sauber machen. Ja, das gibt man mal ein bisschen auf den Boden aus, das ist nicht weiter schlimm. So, Pumpkin Soup. Für eine Pumpkin Soup brauchen wir natürlich ein bisschen Pumpkin. So, das heißt, wir brauchen 500 Milliliter davon. Okay, können wir da reinkippen. So, sind ein bisschen mehr geworden. Naja, gut, passiert. So, dann brauchen wir 20 Gramm Salz. Wo haben wir das Salz wieder hingepölkt? Salz? Da hinten. 20 Gramm Salz brauchen wir. So. So, 20 Gramm Salz haben wir auch. Dann brauchen wir 1 Kilo Pumpkin und ein Onion. So, also eine Onion hier. So, die nehmen wir nochmal raus. 120 Gramm. Schmeißen wir einfach in den Topf rein. Zack. Und dann brauchen wir 1 Kilo Pumpkin. Und Pumpkin ist, glaube ich, schwerer als 1 Kilo, ne? Ja, wie ich 5 Kilo. Müssen wir 5 gleiche Stücken zerschnippeln, das Ding jetzt. So, das heißt, wir schneiden ihn einmal so durch. So, dann hätte ich jetzt gesagt, wir schneiden ihn einmal so durch. Huch, na gut.
Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass ich mit dem Griff ausschneiden kann. Und dann haben wir hier genau ein Kilo. Na, guck mal an. So, Kilo Pumpkin ist drinne. So, dann müssen wir das Ganze natürlich jetzt klein schnibbeln und auf den Herd stellen und dann heiß werden lassen. So, wo ist der Kleinschnibbler? Da ist der Kleinschnibbler. So, sehr gut. Ne? Blend. So. Ah, geht auch wunderbar. Alles durchgerührt. Sehr schön. Ja, fall runter. Denn zum Glück geht der nicht immer kaputt dabei. So, kann ich den eigentlich auch hier anhängen irgendwo? Hat der einen Haken oder sowas? Nicht. So. Gut, dann ist jetzt die Pumpkin Soup am Arbeiten. Was braucht man noch dafür? Onion haben wir drin, das haben wir drin. Stew Cream brauchen wir noch. Haben wir noch Stew Cream da irgendwo stehen, 150 Milliliter? Da sind noch 250 drin, das passt. So, wir gucken aber jetzt gleich mal noch nach einem New Chicken Zeugs hier. Brauchen wir wahrscheinlich demnächst nochmal. So, dann werden wir jetzt hier, da haben wir 1,4 Kilo davon. Wo legen wir das jetzt hin? Hier, kann ich das in den Kühlschrank packen? In den Kühlschrank packen, sehr gut. Packen wir mal hier den Pumpkin in den Kühlschrank, damit, falls wir das nächste Mal Pumpkin Soup machen müssen, will ich einen neuen. Das passt jetzt nicht hier rein? Groß oder so? Keine Ahnung, weiß ich nicht. So, geht das da rein? Das geht da rein. Das ist ja interessant. Warum geht das nicht da rein? Ich glaube, bloß 1,3 Kilo. Ohne in rotierter Form. Das will er nicht. Oha. Hui. Entschuldigung. Das ist schwierig. So. Wie sieht's hier aus mit der Suppe? Hallo? Ah, brauchen noch ein bisschen. So, wir brauchen dann auf jeden Fall erstmal noch ein Deep Plate, wo wir es dann reinpacken können. Und das ist dann auch das letzte, was heute rausgeht am heutigen Tage, also jetzt quasi in dieser Folge. Ja, unser Restaurant lebt erstmal weiterhin. Wir werden mal gucken. Das wird bestimmt noch stressig denn in den nächsten Folgen, wenn wir dann auch noch was Essen für unsere neuen Ankömmling machen können. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal zwei neue Gerichte, die wir jetzt rausgegeben haben. Das finde ich schon mal ganz gut. Ist ja nicht irgendein anderes noch? Nee. Wie lange brauchen wir noch? 1,45, okay. Wir werden uns natürlich dann dementsprechend auch noch mit Materialien einkaufen müssen, dass wir dann noch einen neuen, noch einen Topf dazu, noch eine Pfanne dazu haben, damit wir dann immer Sachen auch im Topf dann stehen lassen können, tagüber. Und dann einfach auf der Warmhalteplatte stellen. Ich weiß gar nicht, wie es ist, wenn du hier die Töpfe hier drauf stellst, als Warmhalteplatte oder so. Das müsste ja eigentlich funktionieren, ne? So, gut, dann machen wir das jetzt hier. So, jetzt haben wir natürlich vergessen, die Sour Cream reinzumachen. Dann machen wir hier mal einen Schuss Sour Cream rein. Ah, der Teller ist voll, ich weiß. Den Rest den kippen wir einfach da rein. Das war jetzt zu viel, na egal, macht nichts. So, müssen wir das noch irgendwie. Ach, jetzt habe ich die Sour Cream wieder vergessen. Dass ich das immer vergesse. Ja, hurry up. Also, das gibt jetzt so ein bisschen nicht unbedingt die besten Noten, aber könnte noch 4 Sterne geben. So, Surf Dish. Wollen wir hoffen, dass wir 4 Sterne kriegen noch. Ja, kriegen wir nur 4 Sterne. Es ist wrong amount auf alles, aber. Das kriegen wir hin, ne? Also wir haben not enough onion, not enough pumpkin. Dafür haben wir ein wrong amount of das drin. Aber die Temperatur war perfekt. Somit haben wir 4 Sterne gekriegt. Ist ja auch schön. Das war die Folge Cooking Simulator für heute hier aus T-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder. Wir werden uns morgen, oder nicht, übermorgen in diesem Let's Play wiedersehen. Wenn ihr noch was anderes gucken wollt, könnt ihr natürlich auch gerne machen. Könnt auch gerne einen Daumen nach oben da lassen hier. Und wenn euch das hier gefallen hat. Bis denn. Tschüss.